Heute übernachten wir im Stay City Hotel. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Hotel-Review-Video. Wir übernachten heute im Stay City Hotel in Marne-la-Vallée. Das ist ungefähr 10 Minuten vom Disneyland Paris entfernt. Parken ist kostenlos. Es gibt ein Shuttle ins Disneyland Paris. Ihr könnt hier zu Abend und zu Morgen essen, also Frühstück. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Zimmer. Wir haben es ins Zimmer geschafft und ihr kriegt eine schnelle Roomtour. Ist wirklich sehr, sehr schön. Hier ist mein ganzer Kram, ignorieren. Rechts ist das Badezimmer, sieht richtig modern aus mit Badewanne, also Badewanne-Dusche. Einen schönen Schminkspiegel mit Licht. Ja gut, das Toilette. Aber auch eine Heizung, die die Handtücher wärmen kann. Ein großer Spiegel. Ein riesengroßes Doppelbett, also das ist ein King-Size-Bett, würde ich schon fast sagen. Und auch recht hoch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Boxspringbett ist, aber sieht richtig cool aus. Dann haben wir noch, ich glaube, die kann man ausziehen, da können noch zwei weitere Personen hier drin schlafen. Also im Prinzip noch zwei weitere Schlafsofas. Ja, einen kleinen Stuhl mit Tisch. Und das Highlight, finde ich, ist eine Küchenzeile. Hier ist noch ein Schrank. Boah, mit Putzzeug. Hier kann man auch den Boden putzen. Also hier kann man, glaube ich, länger Zeit verbringen. Föhn, Bügeleisen, Safe, Putzzeug. Ich weiß nicht, was da ist. Vielleicht ein Bügelbrett. Ja, Küche, wie gesagt. Schauen wir mal kurz in die Schränke. Also alles da, was man braucht. Mikrowelle. Was haben wir hier oben noch? Oh. Also hier Spüli, Tabs, Kaffeemaschine von Lavazza mit Pads, alles inklusive. Haben wir noch einen Schirm, der war nicht inklusive. Was haben wir hier noch? Zucker, Milch, Wasserkocher, Vorleger, Herd, Kühlschrank. Hier ist auch sogar noch Milch für den Kaffee. Also der reine Wahnsinn, muss ich sagen. Ich bin echt begeistert. Handtücher. Müll. Was ist das? Ach, das ist die Spülmaschine. Die ist ja süß. Hoch. Knuffig. Ja, draußen, ja, es ist dunkel. Es ist auch keine schöne Aussicht. Es regnet. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Hotel. Hier gibt es auch direkt Steckdosen neben dem Bett. Auf jeder Seite. Also, ach so, den Fernseher habe ich gar nicht gezeigt. Hier gibt es so einen kleinen Esstisch. Mit großem Fernseher. Da wir überall keinen Platz gefunden haben, haben wir uns entschlossen, hier im Hotel zu essen, im Stay City, zu Abend. Und ja, das ist die Karte. Schwing mal durch. Ja, unsere Vorspeise ist da. Es hat, wie gesagt, länger gedauert, aber wir wussten es ja. Es ist einmal eine Platte zum Teilen, Chicken Wings, Mozzarella Sticks, Nachos und Zwiebelringe. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. So, meine Pizza ist auch jetzt da. Die Jungs warten noch auf ihre Burger, zeige ich euch gleich noch. Aber die sieht auch schon sehr vielversprechend aus. Und da sind die Burger von den Jungs. Und was soll ich sagen? Hammer. Also optisch sieht es mega gut aus. Hinten sind noch Pommes. Bisschen Salat, Deko. Also, wow. Das Hotel bietet auch einen eigenen Shuttle zum Disneyland Paris. Und hier seht ihr mal die Uhrzeiten. Da könnt ihr zurückfahren. Das Hotel hat auch einen eigenen Starbucks. Da könnt ihr euch morgens einen leckeren Kaffee holen. Aber wir sind auf dem Weg zum Frühstück. Und hier gibt es auch ein Kids Corner, wo die Kinder ohne Schuhe miteinander spielen können. Ich filme da jetzt nicht rein, denn da sind ja ein paar Kinder drin. Ja, und das ist hier die Chill-Out-Area.
die Chill-Out-Area. Und dann kommen wir da zum Restaurant. Da haben wir gestern schon zu Abend gegessen. Und jetzt geht's zum Frühstück. Hier kann man sich jetzt die Heißgetränke ziehen. Der Sven macht mir gerade ein Cappuccino. Hier gibt es auch verschiedene Teesorten. Milch, Zucker und man kann sich den Kaffee, Tee, was auch immer, auch to go machen. Finde ich auch richtig cool. Dann gibt es Saft, einen Toaster. Verschiedene Marmeladen. Nutella. Süßspeisen, Croissants, verschiedene Croissants, Brötchen, hier ist auch nochmal Baguette. Butter, Kiri, Margarine, verschiedene Wurst- und Käsesorten. Ein Müsli-Arrangement. Also es gibt echt viel Auswahl. Nüsse, Leinsamen, Cornflakes, Milch. Frisches Obst. Obstsalat. Gekochte Eier, aber ohne Schale, finde ich ein bisschen strange. Tomate, Gurke, Joghurt, Apfelmus. Ich glaube, hier kann jeder was finden. Und hier gibt es auch noch warme Sachen. Merci. Und was wir noch entdeckt haben, ist diese Pancake-Maschine. Sogar 97% weniger Fett. Da drückt man dann hier auf OK und dann seht ihr, da fährt der Pancake lang und wird gebacken. Und kommt dann gleich hier am Ende raus. Dauert halt ein bisschen, aber ist schon cool gemacht. Ihr könnt es sehen durch das verregnete Fenster. Da gibt es einen sehr, sehr großen Pool, auch mit ganz vielen Liegeflächen. Ja, gerade ist nicht das Wetter, um rauszugehen. Deswegen zeige ich es euch durchs Fenster. Aber ich glaube, im Sommer kann das echt richtig schön angenehm sein hier. Richtig schön aus. Und hier seht ihr auch ein bisschen, wie das Hotel aussieht. Das kann ich euch auch leider nicht so gut zeigen, denn ja, es stürmt und regnet. Aber es ist ein richtig, richtig schönes Hotel. So, hier ist der Eingangsbereich mit der Rezeption und ganz vielen Sitzgelegenheiten. Da sitzen schon meine zwei Männer. Ja, und hier gibt es tatsächlich noch einen ganz kleinen Fitnessraum mit Crosstrainer, Laufband, Fahrrad, ein paar Gewichten, Gymnastikbälle. Also falls ihr noch mal Lust habt, Sport zu machen vom Parkbesuch, könnt ihr auch noch mal hier vorbeischauen. Ja, hier noch mal der Pool. Ich bin jetzt kurz draußen und hier seht ihr auch noch mal das Hotel von außen. Wie gesagt, bei dem Wetter kann ich jetzt euch keine große Außentour geben, aber es sieht wirklich schön aus und ich glaube, im Sommer kann man es sich hier auch gut gehen lassen. Ja, und hier könnt ihr den Shuttle zum Disneyland Paris sehen. Der fährt direkt vom Hotel ab. Ja, und das war unsere Nacht hier im Stay City Hotel. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen begeistert von dem Hotel. Wir haben jetzt für eine Nacht für drei Personen mit Frühstück 110 Euro bezahlt. Da kommt noch die Kurtaxe dazu, aber das ist ja normal hier in Frankreich. Also für den Preis für drei Personen mit Frühstück kann man echt nichts sagen. Es ist relativ modern. Das Frühstück war super lecker. Das Bett ist riesig, King-Size-Bett. Die Dusche, ja, die hatte ein paar Temperaturschwankungen, aber sonst kann ich euch dieses Hotel ganz klar empfehlen. Es gibt ja, wie gesagt, habe ich am Anfang schon erwähnt, einen Shuttle ins Disneyland Paris. Die Zeiten findet ihr im Aufzug oder auch bestimmt an der Rezeption, könnt ihr ihn nachfragen. Und ja, Daniel, was sagst du? Was man noch erwähnen muss, das Personal ist mega nett. Also die haben uns gestern sehr, sehr schön an der Rezeption weitergeholfen und wir sind sehr, sehr spät gestern gekommen, weil wir ja noch, habt ihr bestimmt alles schon gesehen,
diese ganze Chose hier mit dem Wetter und wir haben nichts mehr zu essen bekommen im Disneyland und wir sind noch kurz vor Toreschluss hier ins Restaurant gegangen und wurden dann auch noch bis kurz nach 11, obwohl eigentlich um 10 Uhr geschlossen wäre, noch richtig gut bedient und haben lecker gegessen. Ja, und der Mitarbeiter hat uns direkt gesagt, es wird länger dauern, aber er war sehr bemüht. Am Ende gab es noch einen Tee gratis, also er war wirklich sehr, sehr nett. Auch jetzt hier am Frühstück, da haben wir jetzt nicht so viel Kommunikation mit den Mitarbeitern, aber trotzdem alle sehr nett. Achso, und gestern haben wir eingecheckt und dann haben wir gefragt, weil Daniel hat noch mal in einem anderen Zimmer geschlafen, ob wir dann die Zimmer beieinander haben können. Das ging dann auch ohne Probleme. Also wirklich alles sehr nett. Also wenn ihr mal ein neues Hotel ausprobieren wollt fürs Disneyland Paris, schaut gerne mal beim Stay City vorbei. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!